2005 erkrankte meine Mutter schwer. Und dann habe ich hier einen Platz bekommen im Hospiz, ohne zu wissen, was ein Hospiz ist. Hier ist also nicht stetig im Vordergrund der Tod, sondern wirklich das Leben den Menschen, die hier unsere Gäste, wie wir sie nennen, einfach noch 3 Stunden, 3 Tage, 3 Monate ein Leben zu bieten, wo man anfängt, sagt, es ist noch gut, es ist ein Leben, ich kann es ertragen. Und das ist hier das Ziel. Christel? Ja, Alex? Kann ich einmal für die Dame im Zimmer 503 Essen bestellen? Ja, gerne. Ganz viele Gäste und auch Angehörige kommen mit ganz viel Angst und Unkenntnis hierher. Und denken hier, ist nur alles dunkel, grau. Und das ist überhaupt nicht so. Ich grüße Sie herzlich. Ich habe Sie ja. Das ist also nicht, hier schwingt nicht der Tod. In aller Munde, sondern einfach viel mehr das Leben. Der Tod kommt natürlich, das wissen wir alle, aber die Menschen sind eigentlich ganz glücklich, unsere Gäste, und vor allen Dingen auch die Angehörigen, dass hier nicht nur vom Tod gesprochen wird. Frau Kohlmeier ist langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin bei uns und sie ist stets zuverlässig, herzenswarm, menschlich, kompetent in allem, was sie tut, und ich kann sie für alle Bereiche ansprechen. Sie macht Nachtwachen, sie macht Küche und Hauswirtschaft und Blumenpflege, Atmosphäre, ist gut im Umgang mit unseren Gästen, entlastet das Personal, und ja, wenn sie da ist, ist sie 100% da. Ja.